Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Und ja, ihr seht direkt von Anfang an, ich habe es leider nicht geschafft, hier eine Truhe zu öffnen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Und es ist mal wieder ein Sonderangebot da. Da wollen wir auch gleich mal reingucken. Erstmal hauen wir hier so ein paar Sachen raus. Und komm, wir fragen nochmal nach denen. Können wir die auch bei Level 10 haben, das wäre auch schon nice. So, erstmal das Deck auf jeden Fall wechseln. Hier habe ich glaube ich welche, ach nee, da haben wir ja die Dinger gekauft gehabt, da war ja was. So, guck mal, was ist heute im Angebot? Warum ist das denn so ausgegraut? Achso, ich bin wahrscheinlich irgendwie nicht mehr im Google Account drin. Super Magietruhe. Ja, die, ne? Oh, das wäre schon wieder. Aha, das ist aber wieder. Da wieder 5 Euro. Und ich will einfach eigentlich diesen Monat nicht noch mehr ausgeben. Egal, wir lassen das. Ja, wir lassen das. Wir lassen das, liebe Leute. Wir öffnen mal ein paar Truhen. Denken mal ein bisschen vom Thema hier ab. Ja, ich habe gerade schön gefrühstückt, für die es interessiert. Ein Erdkornbaguette mit Kopfsalat und Kopfschinken. Und was habt ihr so heute Morgen gefrühstückt? Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare mal schreiben. Und ja, wir gucken. Knall, einen Knall haben wir auch lange nicht mehr gehabt, oder? Einen Knall hatten wir echt lange nicht mehr. Und ja, die lassen wir nebenbei mal öffnen und... Let's go, würde ich sagen. Let's go, worauf warte ich? So. Viel Glück. So, die sind erst Level 9, ne? Das wäre echt cool, wenn wir die schon Level höher hätten, aber... brauchen wir noch ein bisschen Hilfe. Das ist das Problem. Und ich habe überlegt, ob wir das diese Woche so machen. Sonntag kommt ja, kann sicher kein zweites Video, sag ich mal. Aber ich war am Überlegen, ob wir das so machen, weil wir dieses eine Turnier uns da ja angemeldet haben. Ob wir das Turnier so machen, dass wir. Oh mein Gott, ich komme einfach nicht zum Reden. Dann muss ich nur aufstoßen, alles okay. So. Ich habe überlegt, dass wir das so machen, das Turnier, dass ich das aufnehme jetzt. Ne? Ich werde das natürlich im Voraus aufnehmen, sag ich mal. Weil ich lade einfach Videos hoch und lasse dann nebenbei kommt denn das hier. So, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. So, Zack. Genau, ich wollte das diesen Sonntag dann hochladen und diesen Sonntag auf für euch preisgeben, sag ich mal. Alter, mir fehlen heute einfach keine Wörter ein, ne? Ich bin halt einfach so richtig schlecht im Artikulieren. Ich weiß nicht, was los ist heute, aber... ja, ne? Ist nun mal so, ne? Das ist nun mal so. Zack. Das ist ja hart nervig mit seinen ganzen Dingern, aber okay. Aber okay. So. Man kommt einfach kein bisschen da durch, das ist einfach das Schlimme daran. Das ist einfach dieses Schlimme daran, dass ich nicht da durchkomme. Was mache ich da? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. So. Es wäre natürlich noch ein bisschen aggressiver hier, was hier passiert, weil er jetzt einfach noch mehr Sachen hat. Aber okay. So. Da haben wir aber gut das Damage gemacht, muss ich ja ganz ehrlich sein. Da haben wir echt gut durchgehalten. So und so. Wir brauchen halt nur Range-Kämpfer, das ist eigentlich das Beste auf der Seite. Das wäre eigentlich so das Beste. Zack. Wir versuchen auf der Seite jetzt hier durchzukommen irgendwie.
Kronen-K.O., Kronen-K.O., wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wir kennen es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Kronen-K.O., Kronen-K.O., yeah. So. So, so, so. Zack, zack, zack. Okay, das ist echt ein harter Gegner, ne? Das ist echt ein krasser, harter Gegner hier. Muss ich aber ganz ehrlich sein. Muss ich ganz ehrlich sein, Leute, ne? Aber wir haben da echt gut gecountert, muss ich ja zugeben an dieser Stelle, ne? Hätte ich echt nicht so mit gerechnet, dass wir das so gut schaffen, aber gut, ne? Wir konnten, ne? Six. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Das ist ein krasses Deck, Alter. Das ist echt ein krasses Deck. Das macht Druck ohne Ende. Und nice. Richtig nice. Kann sich ja mal abgucken. Ich glaube, das Schlimme ist, das Deck muss so viel Druck machen. Ansonsten hast du einfach ein Problem. Weil du nicht durchkommst mit den Einheiten. Das ist, glaube ich, das große Problem, was du haben bei diesem Deck. Deswegen nicht so gut wie denken. Du, wir machen Schlitz-Schlitz-Gegner kaputt. Das immer gut. Komplett Kanone ist die Kanone für dich und mich. Damit haben gestern Didi und Armin angefangen. Ich meine irgendwie bei Anton und so. Dass irgendwie so eine russische Waffe ist oder sowas. Und die haben sie Zuckerblatt Kanone genannt. Ich finde das einfach so geil, die Waffe. Zuckerblatt Kanone. Das ist halt einfach. Ich weiß nicht, das animiert dazu, das zu singen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Ja. Einfach so total random. Ergibt gar keinen Sinn, dass man auf Zuckerblattkanone, aber egal. Allein, wahrscheinlich deswegen ist das so lustig. Das macht es wahrscheinlich so lustig einfach. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich habe schon wieder viel zu viel Mana, Elixier, was auch immer, rausgehauen. Das ist nicht so gut. Nein, 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 nicht so gut. Aua, das war mein Tower, den du kaputt gemacht hast. Ich habe irgendwie so ein Stück frischen Lauch zwischen den Zähnen, der mich nervt. Von meinem Brötchen heute Morgen. Muss ja gleich mal ein bisschen nie. Was machen, dass es nicht mehr der Fall ist? Ja, ja, das wäre gut. Wenn nicht mehr der Fall ist. Ja, ja. Dies wäre super. Dies wäre super gut, super gut, super gut. Dies wäre super gut, super, super gut. Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Zuckerblattkanone ist die Kanone, super knusperig. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Die ist so richtig knusperig. Oh mein Gott, come on, ich will doch einfach nur eine Krone. Was ist denn hier los? Nicht mal eine bekomme ich hier oder was? Na, gutes Spiel. Ich glaube, wir wechseln mal. Da denn hier? Hol am Abschmieren, der Kollege. Wir wechseln der Heck, weil wir ein anderes Deck besser finden. So machen wir jetzt und gehen rein hier in den Kampf. Hoffentlich wird das kein Kampf. Viel Glück. Viel Glück und viel Segen auf deinen und meinen Wegen. Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig, ja. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich.
Ich weiß nicht warum, aber es ist halt einfach Ohrwurm-Faktor over 9000. Das ist so ein bisschen nervig. Okay, das ist... Aua, das tut weh, hör auf damit, oh je, meine. Das tut weh, hör auf damit, oh je, meine. Ich glaube, ich nenne den Titel heute auch von diesem Part. Zuckerblattkanone. Oh ja, aber gucken, wer es geschrieben ist. Müssen wir erstmal googeln, Alter. Zuckerblattkanone ist die Kanone, super knusperig. Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Ich bin männlich. I am männlich. Männlich. Ich glaube schon wegen Bullshit heute, ne? Das ist ja. Ist ja schon. Alter, wie oft hat der denn bitte die Valkyrie? Das ist ganz eine Cheaterei ohne Spaß. Wie kann er denn bitte so oft die Valkyrie haben? Der hart lächerlich. So kann man die auch gar nicht haben, Mann. Oh, kann man die auch gar nicht haben, Mann. So, 160, die machen wir weg. Hoffe ich. Oder auch nicht ganz. Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Oh yeah. So. Dann machen wir das so, haben Hexe, yo. Die kümmert sich ein bisschen um die Gegner, so. Und dann hoffe ich mal, dass die Gemeine von den Gegner auf das Gesicht hauen tut, tut. So. Zack, 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 in das Tragen wir hauen den Gegner um, dass es kracht. Okay, hat schon wieder eine Valkyrie, oder? Mit seinen blöden Valkyren immer, ne? Oh, ne Spatz. Und heute ist halt einfach so Nulltag vom Clash Royale Spiel, ne? Gutes Spiel. Heute ist einfach so Null der Tag zum Spielen, Alter. Eine! Wir haben bis jetzt eine! Ist das euer Ernst? Viel Glück. Ich hab schon gar keinen Bock mehr ohne Spaß, Alter. Wir haben erst eine. Und das nach 13 Minuten. Zuckerblattkanone. Kanone für dich an mich. Das ist doch schon nervig, weil das echt ziemlich abkotzt. Denn die Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Zuckerblattkanone. Warum sagt man nicht Zuckerblatt? Also Zucker. Das hört sich ja so an, würde man sagen Zuckerblatt. So. Der kleine Prinz kann sich da mal verziehen. So wie es sich gehört. Aber weg damit. Okay, wir machen aber gut Druck. Wir machen gut Druck. Wir müssen aber nur noch recht erhalten den Druck. Druck. Ja, wir machen etwas Druck. Wir machen etwas Druck, so muss das sein. Denn mit ein bisschen Druck kommen wir durch das Piranha-Schwein. Okay. Okay, den schaffen wir so zu treffen, oder? Hoffe ich. Ich würde gerne einen Elixiersammler haben. Weil Elixier sammeln ist immer gut, weil ohne Elixier keine Einheiten, keine Kronen und dann haben wir verloren. Ja. Ja. Das ist nicht gut. Nein. Nicht Gott, wenn man Touren verlieren. Das ist mir egal, weil ich hau einfach mal deine Base so kaputt. Weil ich das kann, ja, und weil ich das kann, mach ich das, Mann. So, oh. So, der ist aber wirklich Matsche. Fup, fup. Weg damit, sag ich nur. Ich will dadurch pur. So und so, ja, so muss das laufen. So.
Ich werde da hinten jetzt mal extra ein bisschen auf die Elixiersammler gehen, weil die stressen mich schon so ein bisschen da hinten, ne? Muss man ja ganz ehrlich sein. Die stressen mich schon. So. Zack, zack, zack. Hier wird alles aus Hack gemacht und alles wert. Zack, 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 zerhackt. Weil wir wollen alles zerhacken. Wir sind die hackfleischenden Zerhackers. Deswegen zacken wir. Deswegen zerhacken wir. Und ich krieg 3 Krönchen hier. Hoffe ich. Dicker Blattkanone. Auf die Kanone. Für dich und mich. Oh yeah. Dicker Blattkanone. Gutes Spiel. 3 Krönchen. Endlich mal haben wir es geschafft, die 3 Kronen zu holen. Viel Glück. Blattkanone ist die Kanone super knusprig. Ich weiß, ich sollte damit aufhören, aber ohne Spaß, sagt mal Zuckerblattkanone und dann versucht das mal nicht zu wiederholen. Man hat das die ganze Zeit im Kopf rumspielen. Ohne Spaß, Leute, ohne Spaß. Ohne Spatz. Ohne Spatz. Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusprig. Die Zuckerblattkanone ist für dich und mich. Yeah, das ist die Zuckerblattkanone. Wollen wir das Zuckerblattkanone nennen? Diesen Funky. Das wäre doch mal eine gute Zuckerblattkanone, oder? Zuckerblattkanone ist die Kanone. So packt das. Das sieht einfach ein Viertel ab mit einem Pfeiler. Das ist so geil, Leute. Ne? Ihr glaubt das gar nicht, wie geil das ist. Es kommt natürlich immer so ein bisschen geil rüber. Aber das ist einfach so. Mega geil ist das, Mann. Mega geil. Da geh ich ziemlich steil. Denn das ist so mega geil. So und so. Machen wir das nochmal so mit dem Gift, weil das hätte echt schon gut Schaden gemacht, das Gift. Nimm mal ja mal wirklich da gestehen an dieser Stelle. So. Guck mal, das blinkt hier unten so ein bisschen, oder? Das gibt's halt hier so. Warum? Ihr seht das auch. Gut. Sag, Junge. Was willst du machen gegen meinen Riesen? Der wird sich einfach nur auslachen. Okay, der hat ziemlich weh getan, muss ich zugeben. Ja, aber ist ja auch egal. Weil wir haben die Zuckerblattkanone. Das ist die Kanone für dich und mich. Ja, die Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusprig. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Zack, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz. Schliat, schliat. Wir schliaten, 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 schliaten einfach durch. Schliat, 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 schliat. So muss das da sein. Noch 10 Sekunden, ich hoffe mal, wir schaffen noch ein Tower. Das wäre wunderbar, ich freue mich drüber. Ja, das ist super nah, klar. Gutes Spiel, es ist vorbei. Was willst du machen mit der Spielerei? Ah, ich bin so ein guter Freestyler. Ein Freestyler. Ich weiß nicht, wie das geht ging. Aber es war cool, ja. Freestyler. Könnt ihr mal YouTube, Mann. Freestyler. Oder Zuckerblattkanone. So, einmal ein Elixiersammler zum Bier essen. Das läuft jetzt gerade ein bisschen blöd. Weil ich nicht mit der Skelett-Armee helfen kann. Jetzt aber, auch wenn das ein bisschen spät ist, aber ein bisschen später als, wie sagt man, ne. So. Genau so ohne anders. Ne? So ohne anders, Leute. So ohne anders. Da ist so ein blödes Ding, das ärgert mich. Bim, bim, bim. Oh ja.
Aha. Da ist auch ein blödes Ding, das ärgert mich. Ich bin mal im Malem. Da ist so ein blödes Ding, ärgert mich zu Dingeling, ich ärgere mich darüber. Schwarz. Oh no, 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 no. Dies ist nicht so gut gelaufen. Nein, nein. Nein, nein. Dies nicht gut laufen. Wir müssen Ende an Taktik einfach drauf. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. So. Das ist dein Ernst, Mann. Ist das dein Ernst? Kommst du von der anderen Seite mit dem blöden Schwein hier oder was, Mann? Ist doch nicht dein Ernst, Kollege. Das kann auch nicht dein Ernst sein. Sonst geh ich nach dem blöden Schwein, das nebenan wohnt die Lein. Und ich weiß, ich kann es nicht, aber tu es in dein Gesicht. Singen. Was denkt ihr denn schon wieder, Alter? Was denkt ihr denn schon wieder, Leute? Ich ja Perversimatico hier, wie der Köpf sagen würde. Oh my god, what is going on now? What is going on now? I don't know. This is over. Ah, gutes Spiel, Mann. Gutes Spiel. Heute ist einfach kein guter Clash Royale Tag. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen an dieser Stelle. Vielleicht hat der Clash Royale Gott auch gesagt, ey, du hast nicht alle vier Truhen geöffnet. Dafür wirst du heute bezahlen. Und du kriegst nun keine Kronen. Oder kaum welche, eher gesagt. Aber du weißt, was ich meine. So. Zack. Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Zuckerblattkanone ist die Kanone super super dich. Was auch immer ich hier sage, ergibt gar keinen Sinn, aber ist ja auch egal. So, ich werfe hier meinen Pfeilhagel hin, vorsichtshalber, falls hier irgendwas kommen mag. Die Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Oh yeah, da kommt gut was durch, Mann, da kommt richtig gut was durch. Ich darf einfach mal alles hier auf den Seite. Finde ich nicht nett, was du da machst, Kollege, ne? Ich hoffe, das wehste. Also habt ihr denn so krass Death Mode, nur Spaß jetzt hier. Setz die Hexe dahin und mach den Gegner klein Ding. Klein Ding? Ein Ding oder so. Keine Ahnung, irgendwas wollte ich sagen. Irgendwas Bescheuertes, wie immer. Irgendwas Bescheuertes, wie immer. Ja, wie immer, wie immer, wie immer. Das war ein super schlechter Pfeilhagel. Pfeilhagel. Und ich glaube, ich sollte nochmal üben. Nochmal üben. Denn dieser Pfeilhagel, der war schlecht. Der war ziemlich schlecht, der war schlecht. Was willst denn du, Mann? Da kommt der König, der weiß nicht, was er tut, Mann. Ich glaube, er will einfach mal da rein. Und dann kommt das Purple Runner Schwein. Und ich sag einfach nur, was willst denn du, Mann? Du bist doch nur der Buhmann. Und du weißt, dass es nicht so ist. Denn du bist ein Egozist. Also mein Egozist ist. Gibt es überhaupt das Wort? Gibt es das überhaupt? Wie ist das nicht mal? Hör mal!
Hör mal, Schneck schön, ich will das nicht mal. So. Six, five, four, three, two, one. Tonen K.O., keine K.O., wer kennt dich nicht, wer liebt dich nicht, wer hasst dich, schade. Wer kennt dich nicht, wer liebt dich nicht, wer hasst dich, schade. Wer kennt dich nicht, au, au, wer liebt dich nicht, au, au, ja, wir hassen das alle. Nein! Nein, das darf nicht sein, ich komm da nicht so durch, allein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Das hätte er jetzt eigentlich auch zum Finishen nutzen können übrigens hier, den Pfeilhagel, aber okay. So. Gutes Spiel. Zwei Kronen wenigstens, ne? Ja, wir sind jetzt gar keine Kronos. Ja, ja. Okay. Ich fehlen noch zwei Kronen, dann haben wir es endlich geschafft. Ich bin doch schon ziemlich ausgepowert übrigens. Ich hab echt gar keine Lust mehr. Am Anfang lief er einfach so gar nicht. Und dann hat man auch nicht so die Lust, muss ich ganz ehrlich sein, an dieser Stelle. Ich habe irgendwie Frost im Hals, den will ich gerade irgendwie kaschieren, indem ich anders rede. Und ich hoffe, dass er dann rausgeht. Vielleicht muss ich einfach räuspern, das wäre zu einfach. Das machen wir nicht. Da und da. Ja, wir ballen durch, Bro. Wir ballen durch, Bro. Zack, Junge! Der ist ein bisschen Gift da. Was willst du jetzt machen, Mann? Denn das Gift, das wird dich zerhauen. So wie sich gehört. Putzunge! In your father! Da fängt es richtig an, in your father! Da geht es los, Mann, in your father! Da haust du um, den Gegner, der guckt deine ziemlich dumm! In your father! Da geht es los, in your father! Da wollen wir groß, in your father! Mal reinhauen! Und dann wollen wir uns auch mal trauen. Wir hauen einfach mal ins Gesicht rein. In your father, meine ich. In your father. Da hauen wir immer rein. In your father. Ja, so muss das sein. In your father. Immer wieder rein. In your father, father, father. Immer rein. Das war schlecht, weil wir verlieren einen Tower. Ja, wir verlieren einen Tower. Das ist nicht so gut, wie man denken mag. Deswegen wollen wir die Qual der Wag. Oder so, ich will Riesen. Riese. Go, go, Riese, wir wollen mit dir durch. Go, go, Riese, wir brennen hier gleich durch. Go, go, Riese, go, go, Riese, go, go, Riese, wir wollen durch. Das wird mega knapp übrigens. Das kann doch nicht wahr sein hier, Mensch! Immer wieder Spam jetzt hier, ey. Ich werde wieder Spam, das geht doch so gar nicht. Das geht doch gar nicht, Leute. Da fehlen mir die Worte. Revo. Rev over. Viel Glück, Mann. Was? Ich hab das Technicals. Ich hab hier nur hier das geändert. Ich bin der größte Held der Welt, Mann. Ich bin der größte Held der Welt. Yo, ich ändere das bei OBS. Das ist ja ganz klar, dass ich das auch im Spiel ändere. Nicht. Und null. Weil ich mache wieder gleich Fehler. Ich müsste den eigentlich auf der anderen Seite, dass er da immer durchballert, weißt du? Aber nein, ich mache es nicht.
Nein, 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 nein. So denke ich mir dann immer. So denke ich mir das immer, Mann. So und nicht anders. So und nicht anders. So, so, so und nicht anders. So und nicht anders. So und nicht anders. So und nicht anders. So, lass mal meinen kleinen Feuergeister durch, Mensch. Die kleinen Feuergeister wollen durch, der Gegner ist neiberlich und wir wollen durch, wir wollen durch, wir wollen durch den Gegner durch. Wir wollen hier mal durch, der Gegner ist neiberlich, wir wollen durch, wir wollen durch, wir wollen durch den Gegner. Wir wollen durch den Gegner durch, denn der ist nur ein halber durch. Wir wollen durch ihn durch. Und der ist halt nur ein Lurch. Ein halber kleiner Lurch. Doch wir wollen einfach durch. So, jetzt wird es interessant. Mit einem Prinz und so weiter und so fort. Kein Problem, wir hauen einen Pfeilhagel raus, dann sollte das ein bisschen klären. So wie es sich gehört an dieser Stelle. So. Dann machen wir jetzt Party. Und wir hauen einfach durch. Wir machen Party. Und der Gegner ist ein Lorch. Okay, ein Turm hat er, das ist in Ordnung. Wir machen weiter drücken mit unseren Höfen, Mann. Ich mag die Höfen. Mama mia. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Mama mia. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Gleich ist Conan K.O. Und der Gegner geht mir so auf die Nerven, yo. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, es war ein Tick! Ein Tick, Mann. Entschuldigung, ich hab mein Espresso-Becher verbogen. Das hat man wahrscheinlich gehört. Entschuldigung. Ich hab schon wieder das Deck nicht geändert. Ich bin der Held im Erdbeerfeld. Ohne Spaß jetzt hier. Sag, was willst du machen? Nichts, genau. Pussy. Wäre cool, wenn es so Einheiten gibt, die so eine Gasmaske aufhaben und dann da durch können. Oder so diese neuen, die es gibt, ne? Dass die da vielleicht einfach durchlaufen können, weil das sind ja so Mecha-Bots oder sowas. Das wäre ganz cool, weil sonst ist Gift eigentlich recht OP, weil damit machst du allem gut Damage. Und ja. Das wäre so ein kleiner Tipp von mir am Rande, ne? Und klar, ist der Gegner nicht da, das wäre super geil, aber... Ich glaube nicht. Worst case. Aber wir haben eh schon das, was wir wollen übrigens. Wir brauchen nur eine Krone. Aber das ist ja auch egal. Wir wollen da durchwaschern. Selber schuld, wenn du einfach nichts spielst, ey. Komm, statt tut, Mann. Komm, statt dort. Wir können jetzt durchlaufen lassen. Wird der Part nicht so lange gehen, aber wir haben eh 34 Minuten ist im Endeffekt. Willkommen, Rain. Es ist Rain. Tag, Junge. Ich habe nichts wirklich zu deffen, denn ich habe kein Elixier hier. Gut. War so nötig, das noch zu deffen. Ohne Spaß, Leute, ohne Spaß. So. Den lasse ich einfach durchlaufen. Scheiß auf den Drachen, der kann doch eh nichts machen. So, ein bisschen Elixier. Hat noch niemanden geschadet hier.
Und zack. Ich lasse ihn einfach durchlaufen. Ich mache ihn da rechts seinen Turn machen. Kriegt da eine Krone, aber ist mir auch egal. Im Endeffekt. Ich will alle haben. Ich will einfach mehr als nur das bisschen, yeah. Als nur das bisschen, yeah. Ich will einfach mehr als nur das bisschen, yeah. Okay, gutes Spiel. Vorbei. Es ist aus und vorbei. Es gibt nichts mehr zu lachen. Es ist nur eine Spielerei. Es ist aus und vorbei. Zuckerblattkanone, ihre Kanone, Verdacht an mich, öffnen, und drin ist Gold, Juwelen, Feuerball, eine Frise, Kobrathüte, Lakaien, sehr schön, ja, du hast ordentlich was zusammengekommen, muss ich auch mal sagen. Und gut, ich würde sagen, falls euch der Part gefallen haben, tut, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und einen Kommentar, würde mich freuen. Könnt natürlich auch so einen Kommentar lassen, auch wenn das nicht gefallen hat. Und wenn euch der Part nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen runter geben. Es wäre nur schön, wenn ihr sagt, warum euch der nicht gefallen hat. Da kann ich vielleicht was ändern dran. Weil wir wollen ja zusammen hier auf YouTube leben, ne? Und Spaß haben. Und Zuckerblattkanone ist die Kanone super knusperig. Okay, das war's. Dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Zuckerblattkanone, Zuckerblattkanone, Zuckerblattkanone. Am Ende grüße ich noch Caro, falls das siehst. Hi Caro, sei gegrüßt. Ciao.